Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Know-how, der erste Teil. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich freue mich, Sie im Namen von FX Flat begrüßen zu dürfen. Wie der Titel des Webinars schon verraten hat, geht es heute um den Stereo Trader, das neue MetaTrader Add-on bei FX Flat. In Zusammenarbeit mit Stereo Trader bzw. Dirk Helger, der Entwickler und ja auch Trader von Stereo Trader. Und ich möchte Ihnen ganz kurz jetzt am Anfang zeigen, wie Sie den Stereo Trader nutzen können, wie Sie den bei uns bekommen können. Und dann wird der Dirk entsprechend den Stereo Trader vorstellen. Sie sehen jetzt hier auch schon auf der Webseite ja, einen Slider bzw. erste Informationen. Dann, wenn Sie draufklicken, dann kommen Sie auf die Seite, wo weitere Informationen stehen. Und wenn Sie schon ein Demokonto bei uns haben, dann können Sie den Stereo Trader jetzt zusätzlich installieren und ganz kostenfrei und unverbindlich testen. Für alle, die das dann auch auf dem Live-Konto handeln möchten, einfach uns kurz kontaktieren. Hier stehen auch entsprechend die Bedingungen für die Nutzung des Stereo Traders in Verbindung mit dem Live-Konto. Und dann können wir das entsprechend für Sie auch freischalten. Wenn Sie noch gar kein Konto bei uns haben, können Sie auch über diese Webseite, wo ich den Link jetzt auch gleich in den Chat reinkopiere, entsprechend erstmal ein Demokonto eröffnen, wie Sie erstmal testen möchten und erstmal einen Eindruck verschaffen. Ja, dann finden Sie hier unten, wie gesagt, noch weitere Informationen. Das Handbuch ist zurzeit noch auf Englisch. Ich hoffe, das kommt bald auf Deutsch auch. Da kann mir vielleicht der Dirk auch noch was dazu sagen. Und Sie werden dann auch die Videos entsprechend auch auf diese Seite finden, beziehungsweise auch in unserem Videobereich. Ja, gut, Dirk, wenn du soweit bist, dann übergebe ich jetzt den Bildschirm. Ich wäre soweit, ja. Prima, dann solltest du jetzt eine Meldung erhalten. Genau, so, jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich den richtigen Bildschirm hier auch finde. So, wenn es einmal leer ist, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja, hallo erstmal von meiner Seite aus Köln. Mein Name ist Dirk Hilger, der Nelson hat mich ja gerade schon vorgestellt. Ich bin der Entwickler vom Stereo Trader und ich freue mich natürlich sehr, dass ich jetzt hier zusammen mit FX Flat den auch erstmals bei FX Flat vorstellen darf. Weil das Ganze hat ja jetzt gerade begonnen, dass FX Flat den Stereo Trader anbietet. Als erstes muss man auch dazu sagen. Und da kommen natürlich ganz viele Fragezeichen und weswegen ich jetzt auch mal versuche, hier so gut es geht, in der Zeit, die wir hier haben, die Funktionen einzeln so ein bisschen vorzustellen. Wenn der Stereo Trader installiert ist, sieht das erstmal so aus. Das heißt, man sieht erstmal nichts im MetaTrader. Also hier ist jetzt erstmal einfach ein leerer Bildschirm. Aber eben sobald man einen neuen Chart aufmacht, jetzt hier zum Beispiel den DAX, einfach reinziehen, ganz gewohnt, und dann sollte das entsprechend so aussehen. Kann man das alles erkennen, Nelson? Nelson? Ja, ich sollte natürlich auch mein Mikrofon freischalten, wenn ich spreche. Ja, alles gut soweit. Okay, ich kann das hier auch von der Farbe umstellen, weil es ein bisschen schwer erkennbar ist. Ich denke, soweit ist alles okay. Vielleicht nur ganz kurzer Hinweis für die Teilnehmer. Falls Sie Fragen haben zu der Installation, können Sie uns sehr gerne auch kontaktieren und unser Service-Team, wir helfen Ihnen auch dabei. Ich denke aber, das müssen wir jetzt nicht zwingend jetzt in diesem Einführungswebinar machen. Aber wenn Sie Fragen haben oder nicht wissen, wie das funktioniert, dann gerne bei uns melden, wir helfen Ihnen dabei. Okay, also so sollte es am Anfang erstmal aussehen. Das heißt, einstellen muss man normalerweise nichts. Ich würde aber trotzdem jetzt kurz mal die Punkte durchgehen, weil da kommt durchaus dann doch mal bei der einen oder anderen Installation dann irgendwie eine Fehlermeldung. Aber grundsätzlich, wenn alles richtig eingestellt ist, sollte das so aussehen. Wenn aber jetzt zum Beispiel Auto-Trading hier oben, wenn das ausgeschaltet sein sollte, dann gibt es entsprechend auch sofort hier eine Beschwerde. Da steht dann Handel deaktiviert und auch, was man dann tun muss, damit es halt eben nicht der Fall ist.
Um das jetzt dauerhaft alles richtig einzustellen, gehe ich hier einmal kurz die Punkte durch. Einmal hier oben, ich bin hier jetzt leider auf Englisch, sehe ich gerade unterwegs in der MetaTrader-Installation, also hier oben auf Tools, Options, das müsste dann heißen Extras, Einstellungen oder so ähnlich. Ja, Optionen also, auch, ja. Okay, also mit STRGO auch zu erreichen. Und dann sollte man hier mal verschiedene Sachen kontrollieren. Also einmal steht dann hier, gibt es eine Registerkarte, die heißt Experten. Dort muss auf jeden Fall eingeschaltet sein, Allow Automated Trading. Ja, weil der Stereotrader ist ja letzten Endes ein Automat für den MetaTrader. Also wenn man es ganz genau nimmt. Und deswegen muss das entsprechend eingeschaltet sein. Und das hier alles ausgeschaltet. Und hier unten gibt es noch so ein Häkchen für DLL. Das muss auch eingeschaltet sein. Ansonsten muss man da eigentlich nichts einstellen. Das hier sind noch so ein paar alte Überbleibsel von alten Versionen. Das braucht man eigentlich nicht. Und den Rest stellt der Stereotrader sich entsprechend selber ein. Ja, also hier einmal auf OK und dann ist das auch dauerhaft so. Und sollte das, wie gesagt, trotzdem dann mal halt irgendwie so aussehen, ja, wie jetzt hier. Und dann macht man einmal Rechtsklick und dann geht man hier auf Experten, Eigenschaften. Und dann kann man nämlich hier auch nochmal bei Common entsprechend hier kontrollieren, ob die beiden Häkchen sitzen. Also hier einmal die DLL-Geschichte und entsprechend das Live-Trading. Oh, die haben es ja mal richtig geschrieben, sehe ich gerade. In der alten Version stand hier immer Lebenstrading mit F, also Live-Trading, ja, für den Live-Handel. Also das muss dann eingeschaltet sein. Aber wie gesagt, wenn man das einmal, wie ich es vorhin gezeigt habe, bei den Optionen richtig einstellt und dann sollte das Problem auch der Vergangenheit angehören. Und hier entsprechend aktivieren, sieht man aber auch sofort, das wird alles inaktiv. Sobald das nicht aktiviert ist, kann man hier sowieso nicht handeln. Das sind erstmal die Grundeinstellungen. So, jetzt ist natürlich erstmal die allereinfachste Frage, was ist das alles und wie kriege ich hier überhaupt einen Trade in den Markt? Also ich bin jetzt hier im DAX, gehe mal hier auf 15 Minuten, mache das ein bisschen größer, damit wir auch ein bisschen sehen, was da passiert. Auf der rechten Seite haben wir hier das Handelspanel, ja, und darüber steuere ich letzten Endes alles, was ich an Positionen und Orders in den Markt reingebe und genauso hier über den Strip. Und ich fange einfach mit der einfachsten Variante an. Ich möchte jetzt hier im DAX als Beispiel, ja gut, ob jetzt Short oder Long, das ist jetzt hier, glaube ich, die Gretchenfrage. Normalerweise würde ich ja gar keinen Trade eingehen, aber es geht jetzt erstmal nur um das Vorführen. Und als Beispiel, ich wähle eine Kontraktgröße aus, das habe ich dann entsprechend hier oben, ja. Dann kann ich halt mit den Quick-Buttons, die auch übrigens definierbar sind, die Positionsgrößen, als Beispiel mal mit einem Kontrakt, ja, einfach hier auswählen. Oder ich kann es natürlich auch hier eingeben, manuell oder halt eben auf runterklicken, wie ich das möchte. Aber so sehe ich halt immer direkt auf einen Blick, alles klar, ist voreingestellt auf die Größe. Und um jetzt eine Market Order reinzugeben, hier oben einfach da, wo der Preis ist, ja, wo der Kurs ist, linke Seite ist long, rechte Seite ist short. Und solange ich nicht loslasse, passiert da auch nichts. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich gehe long, einfach auf der linken Seite loslassen und dann ist die Order im Markt. Und wie man sieht, Stop-Loss wurde sofort hinzugefügt, Take-Profit nicht. Das liegt daran, an dem, was hier eingestellt ist. Hier war jetzt ein Stop-Loss von 31 voreingestellt. Und deswegen hat er auch entsprechend den Stop-Loss hier hingepackt. Und Take-Profit war zwar auch voreingestellt, aber entscheidend ist das, was hier eingestellt ist. Aber ich will es nicht so schnell machen, erstmal eins nach dem anderen. Also so bekommt man jedenfalls eine Long-Order in den Markt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Stop-Loss verschieben möchte, ja, mache ich das einfach hier mit der Linie. Ich kann ihn auch hier jederzeit ein- ausschalten oder gebe dem hier einen anderen Wert manuell ein. Und wenn ich jetzt als Beispiel Take Profit hinzufügen möchte, wenn ich sage, okay, der läuft jetzt bis da oben hin, das will er natürlich nicht tun, aber dann kann ich entsprechend hier meinen Wert für den Take Profit eingeben und dann als Beispiel aktivieren, das wäre jetzt eine Möglichkeit, ja, dann wäre er jetzt hier mit 31,4 Punkten, kann das aber eben genauso visuell machen, das heißt, ich klicke hier einfach auf die Order selber, auf die Position selbst, ziehe das einfach hin, wo ich es haben möchte. Der Kurs wird immer angezeigt hier in der kleinen Box hier. Und so kann man das entsprechend ganz genau
platzieren. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich will den da wieder rausnehmen, einfach loslassen und dann ist der entsprechende Mark drin. Und wie man sieht, das hier ist auch aktiviert worden. Ja, um jetzt eine Position zu schließen, gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Ich denke mal, die einfachste Variante ist hierüber. Reset würde bedeuten, man sieht es auch hier in dem Tooltip, da steht eigentlich auch immer dabei, bei jedem einzelnen Button, was der genau macht. Also hier steht jetzt zum Beispiel bei Reset, schließt alle Positionen, löscht alle Orders und beendet alle Automatiken. So, bisschen übertrieben, ich will ja nur glattstellen. Ja, das heißt hier als Beispiel glatt und dann ist das Ding weg. Ja, so, ich mache das nochmal, ich gehe jetzt als Beispiel mal Short, nur mal zum Vergleich. Jetzt hier eine Short Order aufgemacht, weil ich hier rechts losgelassen habe. Könnt jetzt hier auch nochmal auf Glattstellen klicken. Die andere Möglichkeit ist aber auch, dass ich hier zum Beispiel sofort auf die Position selbst klicke. Ja, das sieht man auch, steht immer dran. Short Trade, das ist der Kurs, der unten drunter angezeigt wird. Größe 1, weil ich mit einem Kontrakt hier Short bin. Und der aktuelle Gewinn und Verlust, das geht hier weg, ist jetzt irgendwie gerade minus 0,2 Punkte. So, das heißt, um die zu schließen, kann ich das genauso gut hier machen. Und wie man sieht, diese Werte hier werden immer zurückgesetzt, also jetzt hier auf 10 und 20, und das kann man entsprechend alles voreinstellen. So, ich hoffe, das war verständlich, das war jetzt die einfachste Variante. Wie gehe ich Market in den Markt rein und wie gehe ich entsprechend Market wieder raus? Also einfach hier oben linke Seite für Long, rechte Seite für Short, nachdem die entsprechende Positionsgröße ausgewählt wurde und am besten auch, Entschuldigung, nachdem hier Stop-Loss und Take-Profit ausgewählt wurde. Ja, noch einmal, also hier links für Long. Ja, alles aktiviert, deswegen gibt es auch entsprechend Stop-Loss, Take-Profit. Kann hier jederzeit einen ausschalten. Oder auch genau wie bei Orders oder eben auch der Position selbst. Hier gibt es jeweils ein X. Kann ich auch hier entfernen, da entfernen. Jederzeit neu ziehen. Rauf ist entsprechend bei einer Long-Position Take Profit. Runter wäre entsprechend der Stop-Loss. Und raus, wie ich gezeigt habe, jederzeit hier drüber. Ich lasse den jetzt aber im Moment mal drin. Diese Position und zeige auch gleich mal, warum. Ich mache das hier mal ein bisschen größer. Ein entscheidender Unterschied vom Stereo-Trader zum normalen MetaTrader ist nämlich der, die Voreinstellung vom Stereo-Trader ist im sogenannten Future-Modus, also im Stereo-Future-Modus. Also diejenigen zum Beispiel, die mit Future oder mit Aktienhandel vertraut sind, die kennen das. Da gibt man irgendwo, ich sage jetzt mal hier, auch mal auf den DAX bezogen, ich bin jetzt einmal bei 12.630 Long und kaufe als Beispiel nachher bei 12.600 oder wie auch immer. Und letzten Endes habe ich ja im normalen Börsenhandel, sei es jetzt Futures, sei es Aktien, habe ich ja nicht einzelne Positionen. Ja? Also die Börse interessiert ja nicht, wo ich gekauft habe, beziehungsweise meinen Broker. Und mich eigentlich auch nicht, weil mich interessiert ja nur, was habe ich im Durchschnitt eigentlich hier in meinem Topf und ab wo bin ich in der Gewinnzone. Ja? Und das ist eben so ein bisschen der Unterschied. Jetzt wäre es natürlich schöner, wenn ihr hier runterkommt, sonst sieht man das nicht gut. Aber ich mache mal so lange dann eben weiter mit der Theorie. Beim MetaTrader ist es ja so, wenn ich mehrere Positionen eingehe an unterschiedlichen Stellen, dann hat jede Position hat ihren eigenen Take-Profit, ihren eigenen Stop-Loss und so weiter. Und das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel hier an 10 verschiedenen Stellen long gehe oder meinetwegen noch an 3 weiteren Stellen short, dann sieht mein Chart irgendwann ziemlich unaufgeräumt aus mit Orderlinien und ich weiß eigentlich mehr gar nicht genau, wo was zu meiner Position gehört. Und der Stereo-Trader macht das anders, der fasst das nämlich genauso zusammen, wie ich das gerade erklärt habe, wie es halt im normalen Future-Handel eben auch läuft. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal long gehe, ist jetzt natürlich hier nur eine minimale Differenz, aber ist ja egal, dann klicke ich hier oben einfach nochmal ja, auf Kaufen, also jetzt hier auf der linken Seite, gehe hier nochmal mit einem Kontrakt rein und da passiert Folgendes.
wie man sieht. Ich habe nach wie vor nur eine einzige Position, also eine Gesamtposition, die entsprechend zwei Kontrakte jetzt groß ist, steht auch hier dran mit zwei, und habe entsprechend hier den Mittelwert, ja, und nicht etwa jetzt einzelne Trades, die jetzt alle einen eigenen Take-Profit oder Stop-Loss haben, sondern ich habe hier den Mittelwert. Und ich trade in diesem Modus, muss ich dazu sagen, man kann den Modus auch umstellen, ich trade in diesem Modus immer nur meinen Break-Even und nichts sonst. Und deswegen habe ich auch hier immer nur eine Linie, ich habe auch immer nur einen Take-Profit und einen Stop-Loss. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier den Stop-Loss verschiebe, dann macht er das letzten Endes auf die beiden Teilpositionen, die drin sind, die man übrigens hier sieht. Hier sind so zwei kleine Quadrate. Das sind meine Einzelpositionen. Ja, das heißt, ich sehe immer noch, wo die sind, habe auch Zugriff drauf, kann die auch einzeln löschen, wenn ich möchte. Und wenn man sich das jetzt hier unten mal anguckt, in dem ganz normalen Terminal hier vom MetaTrader, dann sieht man hier, hier ist eine Long-Position, ja, also hier bei Size 1,0, Symbol DE30. Und hier noch eine. Und hier sind die unterschiedlichen Kurse, zu denen die gekauft wurden. Ja, es ist hier ein minimaler Unterschied jetzt nur. Aber ich kann jetzt hier zoomen, dann sieht man es entsprechend. Und hier steht entsprechend mein Gesamtgewinn. Ja, beziehungsweise mein gesamtes Ergebnis von den einzelnen Positionen insgesamt. So, und wie gesagt, hier habe ich halt meinen Mittelwert. Das heißt, ich muss auch nichts rechnen, nach dem Motto, ah, wo habe ich denn wie viel gekauft? Genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier weitermache, ich jetzt sage, okay, nächste Position ist 2 groß. Und dazu wäre es jetzt schön, wenn er mal ein bisschen laufen würde, aber es ist natürlich um die Uhrzeit, kann man vom DAX jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel verlangen. Die Amis sind hier gerade in der Mittagspause. Ich mache es jetzt trotzdem mal an der Stelle, auch wenn man davon jetzt nicht mehr viel sieht. Aber ich sage jetzt mal, okay, ich gehe hier nochmal mit 2 irgendwie long. So, dann habe ich rein rechnerisch 1, 1 und 2 sind 4. Das heißt, ich habe jetzt hier insgesamt 4 Kontrakte drin. Ja, und das ist meine gesamte Positionierung, mein gesamter Trade im DAX. So, und ist natürlich klar, ich meine, muss man eigentlich nicht erwähnen, dass hier unten, bis man das dann halt irgendwo verinnerlicht hat, was ich da jetzt eigentlich an Positionen habe. Ja, gerade wenn man Intraday handelt, wo es auch mal schnell gehen muss. Und da ist das hier natürlich wesentlich übersichtlicher. Ja. Das heißt, ich sehe sofort, hier ist mein Mittelwert, kann das auch hier übrigens anzeigen, hier einmal Rechtsklick, hier auf den kleinen Pfeil, und dann sehe ich oben meine gesamte Statistik, beziehungsweise das ist das, was in meinem Pool drin ist. Und deswegen heißt das Ding hier auch Pool, Panel, ja, weil nämlich alles, was ich hier einstelle, bezieht sich nie auf eine einzelne Position oder einen einzelnen Teiltrade, sondern immer auf alles das, was im Pool drin ist. Kann ich auch mal kurz demonstrieren. Jetzt momentan steht mein Stop-Loss hier auf 16, irgendwas. Hier unten sieht man auch, ja, alle drei Teilpositionen haben den gleichen Stop-Loss bekommen. Und sobald ich den jetzt verändere, ja, zum Beispiel hier auf 7,8, sieht man hier unten, alle drei Teilpositionen haben auch den gleichen Stop-Loss. Das ist im Take-Profit natürlich ganz genauso. Das heißt, es wird immer alles gleichzeitig gehandelt, was drin ist. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Also damit, da merke ich halt immer, wenn jemand mit dem StereoTrader neu ist und vorher tatsächlich mit dem MetaTrader hauptsächlich gehandelt hat, und dann ist das immer so ein bisschen Verständnisproblem erstmal. Aber wenn jemand als Beispiel mit Futures vertraut ist, für den ist das ganz normal, ja, so zu handeln. Ja, weil letzten Endes ist ja auch tatsächlich nur das entscheidend, was ich insgesamt halt an Teilpositionen habe, beziehungsweise insgesamt, was in meinem Portfolio, hier genannt eben Pool, drin ist. Ja. Dirk? Und wenn es zu schnell geht, Nelson, musst du mich unterbrechen. Ja, ja, hier ist nur eine kurze Zwischenfrage, vielleicht kurz an alle Teilnehmer. Können Sie den Hintergrund des StereoTraders gut erkennen, weil ein Teilnehmer wohl da Schwierigkeiten hat, eventuell das Design auf hell stellen, aber wenn soweit... Kann ich machen, kein Problem. Genau. Ist kein Thema. Also wenn wem zum Beispiel die Farben nicht gefallen, ja, einfach hier oben das Logo. Dann kann man ja auch direkt schon mal die Funktion zeigen, dass man auch andere Designs drin hat, ne? Genau, also hier einfach dann auf Layout, und da steht hier voreingestellt auf schwarz, und da kann ich natürlich das, also hier das Panel Design, ja, das ist einfach von dem Handelspanel selber
kann ich jetzt zum Beispiel auf Modern stellen, das ist so ein Grauton, einmal auf Anwenden und dann sieht das so aus. Ist vielleicht ein bisschen freundlicher. Genau, und man kann auch die Größe auch ändern, weil hier auch ein Kommentar war, dass das etwas klein ist, aber auch das kann man entsprechend ändern. Ne? Kann man alles machen. Kann ich auch gleich noch drauf eingehen. Genau. Ich würde jetzt hier nur den Modus fertig besprechen. Ich hoffe, das ist soweit verstanden. Also das ist mein Pool, immer das, was insgesamt drin ist. Ja? So, und das heißt, ich kann jetzt hier nicht nur wild in der Gegend rumkaufen. Ja, ich mache jetzt hier mal noch zwei dabei. Bin jetzt wieder mal mittlerweile mit 6 Kontrakten long positioniert. Hier sehe ich im Detail nochmal alles. Ja, man kann das übrigens auch rausfahren, falls man das ein bisschen übersichtlicher haben möchte. Hier sehe ich jetzt meine Pool-Statistik. Das heißt, mein aktuelles Ergebnis hier von dem Trade ist 12,90 Euro, hier mit den paar Kontrakten. Das ist mein Mittelwert, ja, also genau, wo das Ding hier sitzt. Ja. Und Volumen ist 6 Kontrakte, CRV ist 47 Euro zu 43 Euro. Ja. Entsprechend halt auch so, wenn man das verschiebt, ja, ändert sich entsprechend hinten mein Risiko auf der Seite. Ja, das wird alles sofort in Echtzeit angepasst. Und der Riesenvorteil davon ist jetzt nämlich der, nicht nur, dass ich hier natürlich in diesem Modus halt einen viel, viel besseren Überblick habe, sondern ich kann halt auch ganz normal Teilverkäufe machen. Ja, also es ist ja auch sowas, was im MetaTrader so ohne weiteres ja gar nicht geht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, von diesen 6 Kontrakten, die hier drin sind, ja, werfe ich mal irgendwie, keine Ahnung, mal 3 raus. So, wäre ich jetzt im MetaTrader unterwegs, müsste ich mir hier unten jetzt irgendwo eine suchen mit 3, dann stelle dann fest, da ist gar keine. Und das ist aber im Stereo-Trader alles völlig egal. Ja? Sobald ich jetzt dann hier auf 3 klicke und sage dann 3 raus, also das heißt, ich verkaufe einfach nur 3 hier. Ja? Ob das jetzt sinnvoll ist an der Stelle oder nicht, das ist natürlich jetzt hier bei dem Beispiel jetzt einfach egal. Aber das heißt, ich verkaufe einfach und damit entsprechend reduziere ich meine Position auf 3. Ja? Das wird hier unten alles dann entsprechend verrechnet mit den vorhandenen Positionen. Und so kann ich halt ganz bequem, kann ich mal meine Gesamtposition zusammenbauen, in Teilen auflösen, wo ich möchte, wieder nachkaufen, wo ich möchte und verliere halt wirklich nie den Überblick. Und vor allen Dingen von der Skalierung bin ich halt völlig frei. Ja, also es kommt nicht drauf an, ob ich jetzt hier irgendwie überhaupt, wie man ja gerade gesehen hat, eine Position drin habe, die 3 groß ist oder auch nicht. Das ist egal. Also das, was ich verkaufen möchte, verkaufe ich und was ich kaufen möchte, kaufe ich. Und letzten Endes habe ich hier immer nur meinen Mittelwert. Heißt natürlich auch, wenn ich jetzt als Beispiel hier, bin ja jetzt mit 3 Kontrakten, bin ich ja noch long. Wenn ich jetzt als Beispiel sage, ich verkaufe 5, die habe ich dann natürlich gar nicht. So, kann man sich schon denken, was passiert. Wenn ich jetzt hier 5 verkaufe, bin ich plötzlich mit 2 short. Logischerweise, weil ich hatte ja nur 3 Kontrakte long drin, habe 5 verkauft. Entsprechend bleiben 2 übrig, deswegen bin ich jetzt mit 2 Kontrakten an der Stelle short. Versteht man das? Wenn nicht, bitte einfach Fragen einwerfen. Da kann man ganz viele Fragen schon. Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Und zwar, der Dirk hat ja auch am Anfang gesagt, dass es ja verschiedene Handelsmodelle gibt. Und das ist ja jetzt das Stereo Future Modell. Das bedeutet, dass Sie da in dem Fall nicht hedgen können. Aber der Dirk kann ja gleich noch was dazu sagen. Sie können auch auf Hedging umstellen. Genau, das kann ich gleich alles mal machen, ja. Weil das hier ist der Stereo Future Mode. Das ist auch, wie soll ich das sagen? Ich glaube, da müssen sich auch selbst die MetaTrader-User früher oder später dran gewöhnen, weil das ist nämlich spätestens im MetaTrader 5 ist es ohnehin Standard, dass das Hedging in der Form nicht mehr funktioniert. Und dem mit dem Stereo Future Mode ist dem Ganzen so ein bisschen vorgegriffen. Und ich weiß, das ist Geschmackssache. Ich weiß, manche hedgen halt gerne, andere tun es halt nicht. Und aber da komme ich gleich nochmal drauf. Ja. Geht alles, ja, kann ich nur gleich schon dazu sagen, genau wie im normalen MetaTrader auch. Aber das hier ist eben der Stereo Future Modus, der ist immer voll kumuliert. Ja, das wird immer alles gegengerechnet, komplett. Und wie gesagt, im Future-Handel auch ganz normal, aber eben für die MetaTrader-User
manchmal ja, muss man halt so seine Denke ein bisschen umstellen. Wenn man den Modus nutzen möchte, man muss ja nicht. Ja. Ich bringe das hier mal ganz kurz zu Ende. Ich gehe noch mal ganz kurz hier oben auf meine Pool-Statistik. Hier sehen wir nämlich jetzt was Interessantes. Hier oben steht meine Trade GOV mit 8,95 Euro im Minus, aber meine Pool GNV mit 1,30 Euro, also eine völlig unterschiedliche Zahl. Das kommt einfach jetzt daher, also hier unten sehe ich zum Beispiel jetzt 1,30 Euro, die habe ich hier oben auch. Ja, das ist exakt das Gleiche. Das ist das, also die Pool GOV ist immer das, was aktuell noch im Pool drin ist. Mein Trade beginnt aber grundsätzlich, also per Definition vom Stereotrader, mein Trade beginnt mit dem Öffnen der ersten Position und endet mit dem Schließen der letzten. Und das heißt gerade, wenn man jetzt ja zum Beispiel halt hier in so einer Range unterwegs ist, öfter mal was rausverkauft, wieder reinverkauft, rausverkauft und rechnet der Stereotrader das alles komplett mit. Ja, und deswegen ist hier die Trade GOV und das ist das, was bisher alles passiert ist, seit ich die erste Position geöffnet habe. Und Pool ist immer nur das, was gerade noch übrig ist. Macht es entsprechend auch wesentlich einfacher, ja, wenn man jetzt irgendwie einen komplexen Trade hat, wo man mal irgendwie das Risiko mal an der Stelle dann mal reduziert oder auch mal pyramidisiert, die Pyramiden wieder rauswirft. Und ich brauche halt einfach keinen Taschenrechner oder eine Excel-Tabelle nebenbei, um da den Überblick zu behalten, sondern sehe hier oben meine Trade-GMV und weiß ganz genau, alles klar, hier stehe ich. Das ist insgesamt passiert, seit ich da die erste Teilposition aufgemacht habe. Ja. Das halt nur zur Erklärung, also nochmal, Trade-GMV heißt generell vom Öffnen der ersten Position bis zum Schließen der allerletzten, das ist mein Trade und entsprechend auch meine Trade-Gewinn- und Verlustrechnung. Pool ist immer nur das, was aktuell noch drin ist. Und das deckt sich ja entsprechend dann hier unten soweit mit den Positionen, die auch im Terminal hier angezeigt werden. Ja, so, und das wird man auch entsprechend sehen. Sobald ich jetzt hier die Positionen glatt stelle, ist natürlich auch jetzt hier oben entsprechend die ganze Geschichte 0. Ja, ich mache das einfach mal hier rüber, klicke jetzt einfach mal hier drauf, sage, okay, ich will nicht mehr, gehe da raus und dann ist mein Trade auch gelaufen. Und jetzt sieht man auch hier in der Session-Statistik, die wird auch entsprechend mitgeführt. Ja, das war mein letzter Trade, hier mit minus 10 Euro. Das meine gesamte Session, das mein heutiger Tag, meine Rendite und so weiter und so fort. Ja, also die ganzen Geschichten sind im Handbuch nochmal im Detail erklärt. Aber auch hier gibt es entsprechend Tooltips, ja, was das alles ist, steht immer genau dran. Einfach mal die Maus eine Sekunde stehen lassen und dann kriegt man sofort entsprechende Erklärung dazu. Und das erübrigt, also gerade von den Tooltips her, das macht das Leben, glaube ich, echt auch ein bisschen leichter, weil man nicht jedes Mal dann irgendwie ins Handbuch gucken muss, was ist das eigentlich. Okay, das war die Basic von dem, was sich da abspielt und gesteuert nochmal alles hier über das Pool-Panel. Beeinflusst immer alles, was im Pool drin ist. Jetzt sehen wir hier noch so Geschichten wie Trailing Stop und so weiter und so fort. Da gehe ich aber gleich drauf ein. Entscheidend war jetzt halt erstmal nur das Verständnis dafür, wie das Ganze gemanagt wird. Und bevor ich jetzt zu dem anderen Modus komme, ist natürlich noch die nächste Frage, wie kriege ich denn eine Pending Order in den Markt? Also als Beispiel eine Limit Long, Limit Short, Short Stop oder Long Stop Order. Das geht entsprechend auch ganz, ganz schnell. Und zwar sehen wir hier den Strip. Ja. Linke Seite ist für Long, rechte Seite für Short. Also genau die gleiche Anordnung wie hier oben. Links Long, rechts Short. Und um jetzt zum Beispiel, ich sage, ich will mit 5 Kontrakten, irgendwie hätte ich gern eine Limit Order, also Limit Long irgendwo da unten. Ganz einfach. Hier reinklicken. Ja, es ist wirklich nur ein einziger Mausklick. Ich habe jetzt die Maus auch noch gedrückt. Und sobald ich die loslasse, ist die da drin. Und Short genau das Gleiche, hier oben oder auch hier unten oder auch da. Ja, also wirklich alles mit einem Klick, kann man natürlich entsprechend schnell auch verschieben, die ganzen Geschichten. Ist halt sehr, sehr, sehr übersichtlich. Kann die einzeln löschen hier raus, ich sage, ich will die nicht mehr, da, da, da.
Oder wenn jetzt zum Beispiel hier diverse Orders drin sind und ich sage, ah nee, ich nehme mal die ganzen Long Orders raus als Beispiel, dann gibt es hier den Knopf, löscht alle Buy Orders, steht auch dran. Einmal draufklicken, sind die alle raus. Und die Short Orders, einmal draufklicken, sind die alle raus. Ja, also ich glaube, schneller geht wirklich nicht. Und ist gerade, wenn man Intraday oder eben auch gerne schnelle Bewegungen handelt oder auch mal Skype, ist das halt wirklich eine Methode, wo man wahnsinnig schnell entsprechend auch im Markt unterwegs ist. Soweit verstanden? Kein Feedback. Nelson, hast du dein Mikro wieder aus? Also es sind ganz viele Fragen. Ich denke mal, es hat mehr Sinn, wenn wir die Fragen dann alle wirklich am Ende durchgehen, damit wir nicht immer wieder unterbrechen. Deswegen fahre einfach fort. Ich habe alle Fragen im Blick und die gehen wir dann am Ende zusammen durch. Okay. Ich mache mir hier, oh, Entschuldigung, das gehört natürlich hier nicht her. Das ist ein bisschen falsch gelandet. Ich mache mir auch die Fragen mal auf und versuche das auch mal so ein bisschen ad hoc mitzuhandeln. So, da kam jetzt ja auch irgendwie schon eine, sehe ich gerade, wie ist mit CFDs handeln? Wir handeln hier CFDs. Wir handeln nur die CFDs, nicht wie man das kennt vom MetaTrader mit einzelnen Positionen, sondern eben in diesem Future-Modus. Ja? Also der heißt nur Stereo Future Mode, weil halt einfach CFDs lassen sich damit handeln wie Futures. Ja? Nur damit da halt keine Missverständnisse aufkommen. Futures werden auch gehen mit der MetaTrader 5 Version, aber das ist noch Zukunftsmusik. Da reden wir dann im Spätsommer darüber. Okay, eine Frage sehe ich auch noch hier. Warum wird die Pending Order nicht im MT4 Terminal angezeigt? Kann ich vielleicht, ich hoffe, das führt jetzt nicht zu weit, aber ich erkläre das trotzdem mal ganz kurz. Ja. Also normalerweise, wenn man ja eine Limit Long aufgibt, ja, müsste die hier unten erscheinen. Das tut sie aber nicht. Das liegt daran, weil der Stereo Trader hat eine synthetische Orderart. Das heißt, diese Orders zum Beispiel, die haben ein paar mehr Funktionen als normale Orders, werden aber vom Stereo Trader ausgeführt und nicht vom Broker. Ja, kann man auch umstellen. Man kann wirklich alles umstellen. Also es gibt eigentlich nichts, was man nicht so einstellen kann, dass es einem passt. Aber das hier zum Beispiel, das nennt sich dann entsprechend MIT Order, also Market If Touched. Also sobald der Kurs dahin käme und die Marke berührt, würde die Order ausgeführt werden. Ja, kann ich auch hier mal kurz zeigen. Vielleicht kriegen wir hier so einen Mini-Ausbruch, wobei ich dem jetzt nicht trauen würde, aber ist egal. So, ich packe jetzt hier mal so eine Stop-Order hin. Das ist auch eine MIT-Order. Wenn man da reinklickt, zum Beispiel hier auf Order bearbeiten, ja, da komme ich auch immer an die jeweils ausgewählte Order dran. Ja, da steht jetzt hier auch entsprechend MIT. Daran weiß ich, alles klar, das ist eine Market-If-Touched-Order und keine Order, die beim Broker liegt. Und entsprechend, wir sind jetzt hier, das ist eine Long-Order, wenn jetzt hier der Ask, den sehen wir ja hier, ja, einmal hier unten der Bit und da der Ask, kann ich auch ein bisschen größer machen, damit man das auch nochmal ein bisschen besser sieht. Ich ziehe die hier mal runter, damit wir da jetzt auch vielleicht mal drankommen. Wie gesagt, kein glücklicher Trade. So, die wurde jetzt berührt und entsprechend per Market gefillt. Ja, und deswegen hat man die vorher nicht unten gesehen. Wie gesagt, man kann es umstellen. Bei einer Stop-Order ist es einfach deswegen auch so voreingestellt, weil ich kann ja natürlich, so wie ich vorhin gezeigt habe, mit meinen Teilverkäufen, ja, ich kann die ja nicht nur hier oben rüber machen, sondern ich kann ja auch zum Beispiel genauso sagen, okay, wenn ich jetzt hier long bin, oh, geht tatsächlich hoch, wenn ich jetzt hier long bin, ja, kann ich ja auch Teilverkäufe mit Limit-Orders machen. Das heißt, ich setze hier hin, da will ich irgendwie zwei raus haben, da zwei raus haben, hier oben ist mein Take Profit, was auch immer da noch übrig ist, ist dann endgültig raus. Und das ist eben mit ein Grund, warum jetzt diese Orders entsprechend hier nur vom Stereo Trader ausgeführt werden. Das heißt, der verrechnet dann hier oben einfach. Sobald jetzt hier der Bitkurs, also diese untere Linie hier von der Kursanzeige, sobald die hier oben hinkommt, würden entsprechend zwei Kontrakte von den fünf, die ich hier drin habe, würden entsprechend rausgeworfen werden. Ja? Und so kann ich dann ganz bequem, kann ich mir eben durch solche Orders, also hier jetzt in dem Fall Short Orders, kann ich meine Long Position auflösen. Und noch ein weiterer ganz wichtiger oder ganz interessanter Punkt, den werde ich aber jetzt nicht im Detail erklären, das müssen wir irgendwann anders mal machen.
Ich kann jeden einzelnen Teilverkauf unterschiedlich trailen. Ja? Und das ist gerade, wenn man irgendwie eine größere Position hat, die man unterschiedlich auflösen möchte, kann ich das voll automatisieren, kann für jeden Teilverkauf einen eigenen Trail einstellen. Und das heißt, also sobald der hinläuft, kann ich dem zum Beispiel sagen, ab da verfolgst du den Kurs in dem und dem Modus. Ja, nur mal zum Beispiel. So kann man dann wirklich das Ganze recht elegant auflösen. Ich habe dazu auch mal das ein oder andere Video gemacht bei YouTube und da kann man gerne auch mal in den Channel auch mal reingucken. Da gibt es so diverse Beispiele zu solchen Ausstiegsautomationen. Ja, weil ich meine, es gibt ja nichts Schlimmeres, ja, jetzt als hier vorzusitzen und zu warten, wann der das Ding da oben abholt oder da hinkommt und dann muss ich da manuell raus und so weiter. Und brauche ich ja alles gar nicht. Und vor allen Dingen, wie gesagt, mit der entsprechenden Automation für unterschiedliche Trails. Das ist der Grund, warum hier solche synthetischen MIT-Orders verwendet werden. Man sieht, hier gibt es auch noch diverse Knöpfe und Attribute, aber wie gesagt, das müssen wir alles ein andermal machen. Das führt sonst an der Stelle zu weit. Also dieser Teilverkauf, das ist jetzt die eine Möglichkeit, ja, wozu es die gibt. Und dann gibt es noch eine andere, die spreche ich gleich mal ganz kurz an. Vielleicht kriegen wir die hier, sehen wir die hier auch. So, die ist jetzt zwar hier zum Teilverkauf gemacht, aber ich habe zum Beispiel hier einen Wert und das ist so eine von den beliebtesten Funktionen im StereoTrader, die Limit Pullback Order. Das ist tatsächlich eine Einzigartigkeit im StereoTrader. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine normale Limit Order habe, wenn die jetzt, ich mache das hier mal zu. So, den Teilverkauf, ich denke, das hat man verstanden. Ich will aber kurz mal was anderes demonstrieren. Vielleicht kriegen wir das nämlich jetzt hier hin. Also sobald die angelaufen würde, ich ziehe sie mal kurz eben runter, da haben wir es einmal gesehen. Falls er jetzt wirklich dahin läuft. Und dann wird man sehen, dass da ein Teilverkauf entsprechend stattfindet. Mal gucken, was macht. Na komm schon. Das ist nämlich wahrscheinlich hier wie im richtigen Handel den ganzen Tag auf einen Punkt warten. Das ist der Vorführeffekt. Ich ziehe die mal noch ein bisschen runter, aber ich brauche ja logischerweise den Bit, nicht den Ask da dran. Ja, helfen wir ein bisschen nach. Vielleicht nutzt es ja was. So, und jetzt sehen wir nämlich, die Order ist runtergesprungen. Ja, das heißt, die hat jetzt einen voreingestellten Trail tatsächlich an der Stelle. Und das heißt, die hängt jetzt hier am Kurs dran und sobald der jetzt tatsächlich berührt wird, also sobald hier nochmal der Bit hinkommt und dann wird die Order aufgelöst. Also ging mir jetzt hier nicht darum, den Trail zu zeigen, aber das ist entsprechend diese Limit-Pullback-Funktion. Die wird nicht sofort ausgeführt, wenn man möchte. Ja, kann man ja auch entsprechend auf Null stellen, da wären wir jetzt schon raus. Sondern wird ausgeführt, wenn es entsprechenden Pullback gibt. Und das ist eben der Grund, ich glaube, jetzt sieht man das auch gut, das sind so Geschichten, die gehen überhaupt nicht mit Orders, die jetzt zum Beispiel beim Broker auf dem Server liegen. Wäre sowas gar nicht machbar. Und das ist eben halt der Grund, dass man einfach einen erhöhten Funktionsumfang in den Orders hat. Und das war jetzt hier zum Beispiel Nummer einer. Ja, ich habe jetzt einen Teilverkauf gemacht, wie man sieht. Ich bin jetzt hier nur noch mit 3 Kontrakten long und habe entsprechend hier mit einer Teilposition wurde das entsprechend getrailt und so kann ich meine Position mit eben dieser Art von Orders auflösen. Man kann es, wie gesagt, ausschalten, aber das nur mal als kurzes Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Okay, damit habe ich eine Frage, glaube ich, hier auch soweit beantwortet. War das verständlich denn soweit? Ich habe nur Angst, dass es ein bisschen zu viel wird. Wir brauchen ja noch ein bisschen Material für die folgenden Webinare, die da kommen. Deswegen wollte ich jetzt hier nicht zu weit gehen, aber das ist einfach der Grund, warum diese Orders da unten nicht erscheinen. So, ich mache dann jetzt hier mal zu. Damit sind wir wieder flat. Es sind nur 2 Orders drin. Auf Reset zum Beispiel kann man übrigens alles rauslöschen. Ja? Okay. Gut, dann würde ich, wenn es hierzu noch Fragen gibt, ich gucke mal eben auch hier kurz drüber. Also wir werden, hier sagen ja auch einige schon, ist zu viel. Ja, das stimmt, ich weiß.
Deswegen wollte ich es jetzt auch nicht hier zu weit ausufern lassen, weil es ist schon noch einiges an Material, was da auf uns zukommt. Und deswegen müssen wir uns hier so ein kleines bisschen zurückhalten. Also wichtig ist jetzt hier erstmal in der ersten Einführung, wie setzt man Orders, wie geht man Market rein und wie kommt man wieder raus. Und ich glaube, das ist soweit dann jetzt auch erklärt. Ich denke, es wird ja auch alles aufgezeichnet. Man kann ja auch immer wieder gerne mal im Video zurückspulen und sich das entsprechend angucken. Vielleicht noch ganz kurz eines hier zu diesen Orders. Da hat nämlich jemand gefragt, kann man die außerbörslich eingeben? Natürlich. Ja, also das heißt, auch wenn der Markt zu hat, ja, als Beispiel DAX, dann, gut, der DAX läuft jetzt hier 24 Stunden, aber egal, am Wochenende kann ich einfach sonntags meine Order reinsetzen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Sobald der montags aufmacht, ist es, das wird ja vom Stereo Trader auch entsprechend ausgeführt. Ja, und von daher ist das auch nochmal so ein Vorteil, den man entsprechend nutzen kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, na, ich will das alles nicht, die Order soll schon beim Broker halt liegen, macht ja in manchen Fällen auch Sinn, kann man das alles umschalten. Dazu gehe ich auch mal hier kurz nochmal aufs Logo, also einfach draufklicken. Und dann gibt es hier bei Trading, dort sind die ganzen Einstellungen hier zum Trading. Da spreche ich nur mal ganz kurz die wichtigen an. Also hier haben wir einmal diese MIT-Funktionsweise. Ja, steht hier auch nochmal dran, Market If Touched, Funktionalität, synthetische Order, wie gerade gezeigt, ist eingeschaltet für Limit Orders und für Stop Orders. Man kann das sogar auf den Stop Loss und den Take Profit anwenden, ja, dazu müssen wir es ja einfach hier nur aktivieren. Und es gibt ja so, ich habe schon öfters mal den Wunsch irgendwo gesehen, dass die Anwender sagen, ja, ich möchte nicht, dass mein Stop vom Broker gesehen wird. Warum auch immer, kann man damit tatsächlich dann auch machen. Ja, dann würde der nicht beim Broker liegen. Was man aber auch ganz klar dazu sagen muss, ist, das funktioniert natürlich nur so lange, wie der Stereo Trader auch läuft. Ja, also wie jetzt hier in meinem Fall, ich bin jetzt hier auf dem VPS-System, das heißt, das läuft 24 Stunden am Tag und dort habe ich auch entsprechend 24 Stunden Internet, soweit störungsfrei, so hoffe ich doch zumindest. Und das heißt, hier muss jetzt nicht irgendwie mein Computer oder irgendwas an sein, sondern da läuft es natürlich entsprechend. Und wer VPS hat, der hat damit natürlich überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, das muss natürlich, muss der Stereo Trader für diesen ganzen Funktionen, muss der Stereo Trader natürlich laufen. Also wie gesagt, hier kann man das entsprechend ein- und ausschalten. Hier unten die Geschichten, da gehen wir auch ein andermal drauf ein, sonst wird das alles ein bisschen zu viel. Ich möchte nur eine Sache noch zeigen, und zwar hier das Handelsmodell. Also ich habe ja vorhin gesagt, Stereo Future Mode heißt, es werden immer alle Teilpositionen miteinander verrechnet, voll verrechnet oder eben auch. Dadurch sind ja überhaupt erst Teilverkäufe möglich. Ja? Das geht ja mit dem normalen Modus, geht es ja in der Form gar nicht. Kann ich aber umstellen. Und zwar gibt es hier vier verschiedene Modi. Also es ist eigentlich alles, was an Modi gibt. Also von allen Plattformen, die es gibt, sind hier alle Modi vertreten. Das sind im Wesentlichen nämlich drei. Das ist einmal hier Single Hedge, das heißt Einzelpositionen und Hedging möglich. Das ist das, was der MetaTrader normalerweise macht. Dann gibt es Single Net. Das ist zum Beispiel auch von diversen Brokern, ohne jetzt ihren Namen zu nennen, aber die haben so eigene Plattformen, wo dann zwar Einzelorders sind, Einzelpositionen mit Einzel-Stop-Loss und Einzel-Take-Profit, aber trotzdem verrechnet. Ja, das wäre zum Beispiel Single-Net. Ja, ist jetzt nicht MetaTrader, da wäre halt der Single-Hedge normal. Dann entsprechend den Stereo-Future-Modus, den habe ich hier gerade gezeigt. Und dann gibt es noch eine, noch ein Handelsmodell, das gibt es nur im Stereo-Trader. Das zeige ich mir auch mal ganz kurz. Das heißt Stereo-Hedge. So, wenn ich das einschalte, dann wird es kurz ganz kompliziert. Dann habe ich hier nämlich einen doppelten Pool. Ja, das heißt, Stereo Hedge führt dazu, dass ich quasi die Long- und Short-Positionen getrennt voneinander behandle, aber trotzdem kumuliere. Ich will das jetzt, wie gesagt, nicht übertreiben hier. Aber im Wesentlichen, ich gehe einmal Long und gehe einmal Short. Und habe hier entsprechend zwei Positionierungen jetzt drin, einmal Long und einmal Short, klar.
Und aber wenn ich jetzt hier als Beispiel nochmal Short gehe und dann passiert Folgendes, dann wird die Short-Position zum Short-Pool dazu addiert und der Long-Pool bleibt davon unberührt. Und jetzt ist hier so eine goldene Linie dazu gekommen, die heißt, darunter bin ich mit allem, was ich an Positionen drin habe, break-even. Das ist sozusagen der goldene Schnitt, ja, wenn man das so haben möchte. Ja. Das aber nur ganz kurz, dazu werden wir auf jeden Fall ein eigenes Webinar machen müssen, weil da natürlich auch ganz viel möglich ist, was sonst nicht möglich ist. Aber nur um das mal kurz zu zeigen, das geht also auch. So, mache ich auch mal nochmal alles zu. Und dann der Vollständigkeit halber hier nochmal den Single-Hedge-Modus. Das wäre ja der normale Modus vom MetaTrader. Verändert sich dann hier nochmal alles. Jetzt habe ich hier nämlich keinen Pool mehr. Logisch, es gibt ja keinen. Es gibt ja nur noch Einzelpositionen und Einzelorders. Und entsprechend hier Stop-Loss, Take-Profit bezieht sich auf die neue Einzelorder. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier dann als Beispiel Long gehe, an der Stelle habe ich hier meine Position mit meinen zwei Kontrakten und hier meinen Stop-Loss dafür, Take-Profit. Und wenn ich jetzt nochmal oder als Beispiel Short gehe, dann habe ich hier entsprechend meine Short-Position und dafür auch meinen Stop-Loss und Take-Profit. Dann kann ich Einzelorders absetzen, Pending, ja. Und so sieht das ja normalerweise im MetaTrader aus. Und da blickt halt kein Mensch mehr durch. Die meisten nicht. Es gibt ja wirklich, ich bewundere das, wenn man das kann. Also ich blicke da halt nicht mehr durch. Obwohl der Stereo-Trader das meines Erachtens trotzdem noch übersichtlicher macht. Aber das hier ist halt der Wahnsinn, ja. Aber auch hier gibt es eine Verbesserung gegenüber dem normalen MetaTrader, nämlich wenn, ich sehe jetzt hier überhaupt nicht mehr, was wozu gehört, ja. Aber sobald ich jetzt hier zum Beispiel draufklicke, ja, also hier habe ich irgendwo einen Take Profit und dann wird die entsprechende Position gehighlightet. Ja, das sieht man ja hier. Da mal auf die Linie achten. Sobald ich das hier unten bewege, weiß ich, alles klar, das gehört dazu. Ja, oder hier, das ist mein Trade, gehört dazu. Wird entsprechend immer hervorgehoben. Und oh, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Und kriegt man selbst damit auch nochmal ein bisschen mehr Überblick. Aber das wäre jetzt tatsächlich der normale Modus, in dem der MetaTrader eigentlich unterwegs ist. Und ich kann natürlich hier ganz klar für jede einzelne Position auch die ganzen Trading Stops nutzen, die hier mit drin sind. Da gibt es einige Methoden, wie man hier aus so einem Trade per Trading rauskommt, aber auch das ein andermal. So, das ist der Single Hedge Modus. Ich denke, das ist damit beantwortet, weil ja vorhin ja auch nochmal gefragt haben. So von wegen, ja, beim MetaTrader ist das ja ganz anders. Genau, nämlich so sieht es ja normalerweise aus. Ja, und wobei natürlich die Orderlinien sind hier auch ein bisschen aussagekräftiger, beziehungsweise haben auch Funktionen, aber vom Prinzip her sieht es ja so aus, dass ich halt einfach hier den Chart voll habe mit Linien und mit einzelnen Positionen. So, das ist aber nicht voreingestellt. Wer damit lieber arbeiten möchte, kann das machen. Kommt auch hier, gehe ich auch nochmal ganz kurz drauf, hier Order bearbeiten. Sobald ich hier auf irgendwas draufklicke, ja, wird entsprechend die Order da geladen und ich kann auf alles zugreifen. Kann hier Orders löschen, auch hier drüber, kann hier Stop-Loss, Take-Profit ein- ausschalten oder auch zum Beispiel hier bei der Position, die jetzt offen ist, ja, sehe ich sie auch, ist eine Buy-Position, steht dann jetzt hier zum Beispiel, ist ja gefüllt. Hier ist eine Sell-Order, die ist nicht gefüllt. Ja, und so kann ich halt entsprechend, komme ich auch an alles dran. Und natürlich nach wie vor hier unten ganz normal über das Terminal, ja, habe ich ja letzten Endes nichts anderes. Nur hier eben komplett visuell. So, ich mache nochmal Reset, würde bedeuten, alles weg auf einen Schlag, alle Orders, alle Positionen. Alles rausgelöscht, ja, auch mit einem Klick. So, ich stelle das jetzt hier aber nochmal um, also wie gesagt, das ist nicht voreingestellt, voreingestellt ist der Stereo Future Modus, weil mit dem eben halt Teilverkäufe und so weiter alles entsprechend machbar ist. So, Nelson.
Ja, Falls du noch das nicht war ja, eingeschlafen bist. nee, überhaupt nicht. Alles sehr, wirklich sehr, sehr interessant und ich habe mir nämlich zwischendurch immer mal die Fragen durchgelesen. Einige davon wurden jetzt auch schon in deinen Ausführungen beantwortet. Vielleicht noch als kurze Info an die Teilnehmer, vielleicht kannst du das auch nochmal zeigen, weil das im Vorfeld schon gefragt wurde, ob man auch die Positionsgröße nach Prozent bzw. nach Risiko berechnen lassen kann. Da hatten wir die Frage schon vorher. Vielleicht das noch und dann würden wir die Fragen alle einmal durchgehen. Genau, das geht also. Hier oben habe ich ja so meine Quick-Buttons, ja, wo ich meine Positionsgröße manuell einstelle. Und wenn ich jetzt aber, gehe hier oben nochmal über das Logo. Und das kann man hier einstellen bei, das muss ich selber überlegen, Layout. Und hier gibt es Quick-Size-Buttons. Ja, das sind genau diese Dinger hier. Und die sind voreingestellt auf Normal. Das heißt, ich sehe hier meine unterschiedlichen absoluten Positionen, die man hier, wie man sieht, auch eingeben kann. Also hier ist dann so eine Liste einfach und das sind genau die, die dann hier wiederum erscheinen. Und wenn ich jetzt aber sage, ah, ich will keine, so, und weil ich den Platz da oben brauche, kann man die einfach auch weglassen. Und die andere Variante, die gerade gefragt wurde, ist nach Risiko. Dann gehe ich hier auf Buy Risk, einmal auf OK und dann sehe ich hier oben entsprechend, jetzt habe ich hier Prozentwerte stehen. So, wird gerechnet nach dem, was hier beim Stop-Loss eingestellt ist. Jetzt zum Beispiel hier im DAX. Habe jetzt hier eine Kontogröße von knapp 10.000 Euro. Ich sage, okay, 1% ist mein Risiko. Und dann sieht man, hat er hier die Positionsgröße entsprechend ausgerechnet. Das sind dann entsprechend 10 Euro pro Punkt beim Stop-Loss von 10 Punkten. Ja, und das stimmt natürlich soweit. Und klar, Pi mal Daumen, ein bisschen Rundungsfehler hat man natürlich immer, ganz klar, aber um das hier nochmal zu zeigen, bei 0,5% wären es logischerweise 5 Euro pro Punkt. Und wenn ich jetzt hier den Stop-Loss sage, 25, nur mal als Beispiel, so, und dann mich dann hier oben auswähle, habe ich natürlich eine ganz andere Positionsgröße. Ja, wenn ich da sage, okay, 1% ist mein Risiko, aber mein Stop von 25 ergibt dann entsprechend hier eine Positionsgröße von 4. Ich gucke gerade mal, das müsste sich eigentlich auch von selber aktualisieren. Also jetzt zum Beispiel hier Stop-Loss wieder auf 10 gehe und dann genau, ne, aktualisiert sich das hier selber. Das ist immer alles so in einem Timer drin. Das wird, glaube ich, einmal oder zweimal pro Sekunde wird das entsprechend alles abgeglichen, ja, damit es das auch alles passt. Ja, also hier einfach auswählen. Man sieht auch, wenn das ausgewählt ist, ist das entsprechend ja unterlegt. Und das heißt, ich weiß, solange das unterlegt ist, matcht es auch. Weil ich kann ja trotzdem jetzt hier sagen, ah, mach mal 11. Ja, so. Und dann ist es entsprechend auch nicht mehr ausgewählt. Und dann aktualisiert sich auch hier nichts mehr. Also wenn ich jetzt hier Stop-Loss irgendwie verändere, klar, weil ich habe nichts ausgewählt. Sondern es muss ausgewählt sein. Und nur dann rechnet er das entsprechend oben auch um. Und so kann man dann halt ganz gezielt entsprechend immer mit der zur Verfügung stehenden Equity bei gleichbleibendem Risiko auch die einzelnen Trades dann halt zum Beispiel eingehen. Prima. Dann würde ich sagen, fangen wir mit den Fragen an. Sind ja auch doch einige reingekommen. Als erste Frage, ob es im StereoTrader Shortcuts gibt, also Tastenkombinationen, um bestimmte Funktionen, Optionen noch schneller auszuführen. Noch schneller. Ja, das ist Also eben die Frage hier. es gibt tatsächlich bis dato keine Shortcuts. Ich bin aber grundsätzlich, ja, wenn so ich sammle wirklich immer gerne Ideen. Also es ist schon einiges von Usern dazugekommen. Und ich sag mal, an der Stelle, wenn einer sagt, so ja, ich brauche unbedingt Shortcuts, okay, wenn es aber schon zwei, drei sind, und dann mache ich mir sehr gerne Gedanken darum, wie man sowas dann auch integrieren kann. Also so, dass es sinnvoll ist natürlich auch, weil man sieht ja, das ist ja alles sehr aufgeräumt hier, ne? Und ich versuche das halt auch immer vom Design her so beizubehalten, damit es nicht überladen ist. Aber ich sage mal, es ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein, jetzt werden mich natürlich die Samsung-Verfechter hassen, aber wie so ein iPhone. Also man sieht erst gar nicht viel, aber man kann wahnsinnig viel damit machen und es versteckt sich dann halt alles irgendwo. Und wenn so eine Geschichte wie Shortcuts da irgendwo reinpasst, warum nicht? Aber momentan tatsächlich nein. Sorry.
Gut, dann war hier eine Frage bezüglich zwei Take-Profits einzustellen, aber das haben wir ja bereits gezeigt mit den Limit-Orders und Handelsmodus Daily Futures würde das entsprechend gehen. Hintergrund hatten wir jetzt auch geändert, wunderbar. Dann gab es viele Fragen bezüglich des Hedgens, das hatten wir soweit auch. Eine Frage ganz interessant bei dem Future, bei der Future-Option, welche, wenn man jetzt mehrere Orders drin hat, verschiedene Positionen, welche dann tatsächlich geschlossen werden? Also nach First In, First Out oder wie handhabt der Stereo Trader das? Nachdem was hier eingestellt ist. Saldierungsprinzip kann ich einstellen auf FIFO, also First In, First Out oder LIFO, Last In, First Out. Ja, also das heißt, FIFO, ich glaube, das ist auch so ein bisschen steuerliche Geschichte, ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil also, wenn man irgendwie längere Trades hat, die dann über ein Jahres, den Jahreswechsel zum Beispiel laufen, da bin ich echt so ein bisschen überfragt, ob das dann überhaupt dann so gerechnet wird, aber ich sage jetzt mal, für Intraday spielt es garantiert überhaupt gar keine Rolle. Ja. Das heißt, ich arbeite zum Beispiel auch viel lieber mit LIFO, also Last In, First Out, heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier eine Long Trade habe, ja, ich mache jetzt hier mal Long auf und gehe da nochmal rein und da nochmal rein. So, und logischerweise, wenn ich hier anfange aufzulösen, ja, zum Beispiel mit der gleichen Größe, ich wäre ja bis hierher, wäre ich ja dann mit 6 Kontrakten Long. Und er würde hier anfangen aufzulösen. Und um das mal ein bisschen verständlich zu machen, für diejenigen, die, wo das jetzt vielleicht hier erstmal nur Fremdwörter sind, wenn der normale Weg wäre, dass er die erste Order, die gesetzt wurde, die erste Position auch zuerst auflöst. Das heißt, diese, ja, also dieser Teilverkauf würde faktisch das hier unten auflösen. Das Problem ist aber nur, dass dann mein Break-Even, ja, immer höher springt und das so ein bisschen unübersichtlich dann wird. Und deswegen kann man das auf LIFO stellen, also Last In, First Out. Das heißt, die hier, diese Buy-Order, die Buy-Stop-Order, die würde ja zuletzt gefillt und entsprechend, wenn der Teilverkauf hier kommt, würde die rausfliegen, wenn es auf LIFO steht. Ja, also kann man auf jeden Fall einstellen, wie man es gerne hätte. Also ich bin auf jeden Fall, weil ich zum Beispiel halt auch sehr gerne Scale-Ins mache. Das heißt, Positionen im Gewinn oder in Ausbrüchen ausbauen. Ein großer Freund von Last-In, First-Out, weil es halt einfach tatsächlich übersichtlicher bleibt. Ja, also kann man einstellen. Gut, dann nächste Frage, beziehungsweise kann man auch sogar ein paar Fragen. Viele sind vom One-Click-Trading gewöhnt, dass Sell links und Buy rechts steht. Und jetzt war die Frage hier, warum das im Stereo Trader andersrum ist. Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also ich glaube, das ist aber nur im MetaTrader so, oder? Ich glaube, ja, das war jetzt bezogen auf den MetaTrader, ja. Ja, also ich muss zu meiner Schande oder wie auch immer gestehen, ich habe tatsächlich nie viel mit dem MetaTrader gehandelt. Aber er hat halt nun mal so die beste Anbindung, die beste Verbreitung und die beste Schnittstelle für Programmierung. Und ich weiß, dass ich da so ein paar Sachen natürlich vom MetaTrader über Bord werfe. Aber letzten Endes, auch das ist nur Gewöhnungssache. Also weil einfach alle Plattformen, soweit ich weiß, also abgesehen wirklich vom MetaTrader, ist wirklich kaufen links und verkaufen rechts. Also ich will es nicht beschwören, ja, aber ich glaube tatsächlich, es ist so. Und das ist der einfache Grund. Diejenigen, die viel jetzt mit dem MetaTrader gehandelt haben, vielleicht eine kurze Eingewöhnungsphase mit dem Demo haben, dass man entsprechend nicht auf den falschen Knopf drückt. Ja, aber ich denke, man sieht es ja auch. Ne? Ich meine, die Farben hier sind ja jetzt nicht, nicht in Stein gemeißelt. Man kann ja zum Beispiel auch auf Rot und Grün stellen oder Schwarz und Weiß. Und man sieht ja hier auch auf den ersten Blick. Ja, so das ist, also ich klicke ja nicht auf Rot, wenn ich irgendwie long gehen will. Und hier oben auch, man kann ja eigentlich nichts verkehrt machen. Es wird ja immer angezeigt. Von daher sollte das eigentlich problemlos machbar sein. Mhm. Dann Fragen zu Pending Order wurde entsprechend beantwortet, warum das nicht angezeigt war. Außerbörslicher Auftrag.
auch erklärt. Also hier aber trotzdem nochmal der Hinweis, wie auch Dirk schon gesagt hat, funktioniert entsprechend auch nur, wenn SedoTrader bzw. MetaTrader läuft. Ne? Also das sind, weil ganz viele Fragen zu MIT-Order kamen jetzt auch. Das wird aber jetzt tatsächlich zu weit gehen. Da werden wir bestimmt ein ganzes Webinar mitfüllen. Ja. Weil das wird nicht an den Server übertragen. Also deswegen muss unbedingt auch die Plattform an sein. Dann war... Vielleicht noch ein kurzer Einwand hier noch. Mhm. Wenn der SedoTrader jetzt als Beispiel läuft, ja, also was nämlich zum Beispiel auch geht, ist, wenn ich unterwegs bin und gebe zum Beispiel halt eine Order dazu, sei es jetzt eine Order oder sei es halt direkt eine Market-Position, wird die entsprechend vom SedoTrader auch aufgefangen und eingebaut. Ja, wenn man das möchte, kann man wie alles eben auch umgehen, wenn man das nicht haben möchte. Und das heißt, würde ich jetzt hier vom Handy als Beispiel sagen, na, ich gebe mal noch irgendwie zwei Long dazu oder nehme eine oder pack eine Short rein, würde er verrechnen. Ja, geht alles in Echtzeit und kriegt er entsprechend auch mit. Und das ist natürlich ganz interessant, weil gerade wenn hier so ein Trading Stop oder irgendwas eingeschaltet ist, ja, und er ist halt an einer Position, an einer Stelle, zum Beispiel der DAX, wo ich sage, ach verdammt, da wollte ich ja reingehen, kann ich das natürlich von unterwegs aus machen und den Rest übernimmt dann tatsächlich auch der SedoTrader wieder. Und genauso kann man Limit Order, Stop Orders, alles querbeet, es wird alles entsprechend eingebaut in den Trade, der entweder aktiv ist oder dann halt eben aufgemacht wird. Das ist vielleicht noch ein Punkt, der nicht so ganz unwichtig ist. Definitiv. Dann eine Frage, ob das mit der Renko Bars funktioniert. Der SedoTrader hat keine eigenen Renkos. Ich weiß aber von Usern, dass es problemlos funktioniert, wenn man Renko im Offline-Chart anwendet. Ja, also wenn da jemand irgendwie einen Tipp haben will oder so, gerne einfach mal anschreiben. Ich leite das gerne mal weiter und stelle mal den Kontakt her. Und weil ich weiß, dass das jemand macht mit dem SedoTrader und da irgendwie auch hochzufrieden mit ist. Gut. Ja, ob es hier die Frage, ob man auch mit dem DE30 Mini handeln kann, selbstverständlich. Später war auch die Frage, ob es mit Forex funktioniert. Also Sie können den SedoTrader natürlich mit allen Produkten nutzen. Ne? Also gibt es keine Einschränkung. Vielleicht noch eine Kleinigkeit hier mal so zwischendurch. Ja. Ich habe auch schon mal gehört, so irgendwie jemand sagt, oh, SedoTrader nimmt ja irgendwie so viel Platz ein im Chart. Ich habe jetzt natürlich hier den ganzen Bildschirm, da fällt das jetzt nicht so auf oder wenn man nur ein Instrument handelt. Vielleicht auch noch nicht ganz uninteressant. Also man kann den SedoTrader zum Beispiel auch ausblenden. Ja? Also hier oben, da gibt es so einen lustigen Knopf. Wenn man da draufklickt und dann ist er einfach komplett verschwunden. Ja? Das heißt, dann ist das Panel nicht mehr da. Also wenn es so mal aussieht, man sich fragt, wo ist der SedoTrader hin, dann einfach mal hier oben drauf gucken, dann ist er möglicherweise da einfach nur ausgeblendet. Man kann ihn weiterhin, weil vorhin war ja auch die Frage wegen der Größe, ja, dass man das umstellen kann, das kann ich vielleicht auch noch gleich zeigen, man kann auch das Panel hier einzeln wegblenden. So, und dann habe ich hier nur noch meine Orderaufgabe und hier oben, wie man sieht, ist so ein Micro-Terminal, ist das genannt, ja, ist da. Das heißt, ich kann selbst, wenn ich das alles ganz klein habe, kann ich halt hier immer noch komplett handeln. Ja, ich muss das nicht aufhaben. Ich kann hier immer noch meinen Stop-Loss setzen, meinen Take-Profit, kann meine Teilverkäufe reinsetzen, kann hier oben Short gehen, Long gehen oder glattstellen. Auch wenn hier alles zu ist. Ja, das kann man auch machen. Und wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Charts irgendwie auf hat und selbst das noch zu groß ist, man kann den auch so einstellen, dass er sich ab einer gewissen Fenstergröße versteckt. Ja, zum Beispiel, gucken, ich weiß gar nicht, was hier voreingestellt ist, zack. So, wie man sieht, jetzt bei so einem kleinen Fenster ist überhaupt nichts mehr übrig. Die Orders sind noch da, aber das Panel ist komplett verschwunden und sobald die Größe überschritten wird, ist er dann wieder da. Und weil, wenn man jetzt zum Beispiel halt irgendwie jetzt mehrere Charts hier auf hätte, so, weil sowas macht ja keinen Sinn, ist ja ganz klar. Und wenn ich jetzt hier 7, 8, jetzt muss ich hier noch ein bisschen kleiner. Wenn man jetzt zum Beispiel halt hier mehrere Fenster nebeneinander hätte, also ich muss jetzt hier nicht noch 5, 6 aufmachen, ich glaube, das kann man sich ja vorstellen, wenn es hier alles voll wäre. Und ich sage, ach, hier ist mein DAX unterwegs, da mache ich gerade mal, sobald ich das dann groß mache, ist auch alles wieder da.
Und sobald ich das zurückstelle, ist alles wieder weg. Ja, macht es halt auch nochmal ein bisschen komfortabler. Dann wurde ein paar Mal gefragt, ob den Stereo Trader auch auf dem MetaTrader oder mit dem MetaTrader 5 nutzen kann. Ja, hatte ich vorhin schon angesprochen. Kommt im Spätsommer, auf jeden Fall. Dann wird auch der Stereo Trader auf dem MetaTrader 5 laufen, ja. Mhm. Für den Teilnehmer, der das gefragt hat, Sie können diese Datei zumindest nicht nutzen. Ne? Da wird eine neue Datei geben auch für die Installation. Also ist nicht die gleiche Datei. Ja, genau. Dann und, wurde... Ich wollte nur mal kurz irgendwie, das hatte ich eigentlich am Anfang vor, aber bevor wir jetzt hier nur noch die Fragen machen, vielleicht auch noch mal ein kleiner Einwand. Also jeder, der sich den Stereo Trader angucken möchte, das, was jetzt hier gezeigt wurde, ja, heute ist ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was er kann. Also generell kann der Stereo Trader den manuellen Handel teilautomatisieren, wie wir gesehen haben. Dafür ist er halt wirklich gemacht, um schnell zu sein, teilautomatisch. Man kann mit dem Stereo Trader noch ganz andere Sachen machen. Man kann zum Beispiel in der Vergangenheit handeln. Ja? Also mit allen Funktionen, die drin sind, kann man in der Historie traden. Wenn jetzt, finde ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Punkt, gerade für Anfänger, die halt überhaupt noch keine Vorstellung davon haben, wie ihre Strategie funktioniert und auch keine Lust haben, 2 Jahre auf dem Demokonto unterwegs zu sein, die können zum Beispiel mit dem Stereo Trader einfach mal ein Jahr lang durchhandeln in der Vergangenheit. Ja? Einfach die historischen Kurse laden und dann mal am Wochenende hinsetzen und dann einfach mal probieren, was funktioniert. Oder man kann auch komplett automatisierte Strategien mit dem Stereo Trader laufen lassen. Auch mehrere gleichzeitig in einem Chart und so weiter und so fort. Also was ich halt nur sagen möchte ist, wen das interessiert, der kann auch gerne mal auf die Homepage gucken. Dort ist einiges beschrieben. Es gibt auch diverse Videos und ich bin sicher, dass wir hier in der Reihe, die wir jetzt ja gerade erst anfangen, davon auch so einiges entsprechend dargestellt kriegen. Und also ist nicht nur das bisschen, was wir hier jetzt gerade zeigen, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz kleiner Bruchteil von dem, was da möglich ist. Man sieht ja auch hier gibt es ja auch noch diverses Zeugs, ja, was wir jetzt alles gar nicht angesprochen haben. Und dazu kommen wir dann entsprechend in den nächsten Webinaren. Aber machen wir nochmal kurz weiter mit den Fragen und das würde heute so viel wie möglich beantworten natürlich. Genau, also es wird nicht das letzte Webinar sein, natürlich deine Webseite, ganz viele Informationen, das Handbuch selbstverständlich, aber wir werden auch hier in den Webinaren natürlich so viel wie möglich dann auch mit auffangen. Dann wird hier ganz häufig gefragt, wie der Trailing Stop funktioniert. würde ich eigentlich eher auch lieber sagen, das bitte am besten in einem getrennten Webinar. Also es gibt mehrere Modi, wie der Trailing Stop funktioniert. Es gibt auch diverse Videos. Da darf man auch mal gerne gucken, was da halt machbar ist. Also um nur mal ein paar zu nennen, vielleicht mal ganz auf die Schnelle, voreingestellt ist hier zum Beispiel PLH Peak. Das ist ein markttechnischer Trail, der extrem gut funktioniert, wo man wirklich sehr tief in Ausbrüche oder halt eben auch in Trend reinkommt. Dann haben wir hier so Geschichten wie Straight, das ist einfach direkt hinterherlaufen. Dann haben wir hier periodisch, zum Beispiel nach Hoch und Tief von so und so viel Kerzen. Wir haben einen Tick Average Trail, habe ich gerade noch letzte Woche ein Video dazu gemacht, wo der sich sozusagen im Tick-Chart einen gleitenden Durchschnitt sucht. Funktioniert extrem gut für kurze Strecken. Wir können Trail nach SMA, nach EMA und so weiter und so fort. Also das ist halt wirklich... eine Geschichte, die sprengt auf jeden Fall oder die reicht für ein komplettes Webinar, weil das Ding ist auch das, es gibt nicht nur Trailing Stop, sondern ich kann auch jede Order trailen. Ja, das heißt für einen Einstieg, Ausstieg und so weiter. Und die ganzen Methoden funktionieren entsprechend auch für Orders und entsprechend auch für Teilverkäufe und so weiter. Also ich glaube, allein an dem Satz merkt man schon, dass es nicht mal eben kurz erklärt ist, sondern es ist schon ein bisschen umfangreicher. Aber auf jeden Fall lohnenswert, sich damit zu befassen, habe ich halt auch echt, das ist so das Feedback, auch gerade irgendwie eine Userin, die den Stereo Trader auch schon länger kennt und hat aber nie irgendwie verstanden, was dieser markttechnische Trail macht. Und seit sie den jetzt verstanden hat, wie der funktioniert, nutzt sie den nur noch und ist jedes Mal begeistert, wie tief das Ding da halt wirklich reinkommt. Also vorausgesetzt, man hat natürlich einen Trendmarkt, ganz klar, jetzt irgendwie einen Seitwärtsmarkt, da funktioniert ja überhaupt nichts.
Aber jetzt hier so in einem Trendmarkt funktioniert das extrem gut. Also kriegt man wirklich sehr, sehr gute Ausstiege, die man schon fast wieder immer für Umkehrsignale verwenden kann. Dann eine Nachricht an dich. Es gibt Shift-Click für Trailing Order und Control-Click für Reverse. Warum sagt mein Meister das nicht? Weil das alles zu viel ist gerade. Ja, gut. Dann nächste Frage. Scheint auch sehr wichtig zu sein für einige. Wie man tatsächlich den Stereo Trader auch wieder vom Chart entfernen kann. Aha, das geht natürlich, das werden wir hier nicht beantworten, weil es ja kontraproduktiv ist. Nein. Also man kann jederzeit einfach hier mit Rechtsklick und dann bei Experten Remove. Und das heißt, dann ist er dann komplett weg. Also kann ja auch sein, dass man zum Beispiel dann irgendwie sagt, ich brauche irgendwie nur einen separaten Chart, wo ich nur das Charting mache und andere, wo ich handle, das geht. Ja. Und einfach hier entfernen. Aber wenn ich zum Beispiel nur einen passiven Chart auch, haben möchte, geht selbst das. Gibt mir hier oben aufs Logo, Basis, das Ding steht momentan auf aktiv, stelle ich auf passiv. Und dann würde der gar nichts mehr machen, er zeigt mir nur noch die Orders an. Aber ich kann hier nicht mehr handeln. Ja. Da kann ich dann zwar oben in der Gegend rumklicken, aber da passiert nichts mehr. Und falls man das zum Beispiel nicht braucht. Und wie man sieht, so ist ja, nimmt der quasi gar keinen Platz mehr weg. Und ansonsten, wenn selbst das nicht gewünscht ist, einfach Rechtsklick, Experten, entfernen. So, ich schalte das dann ein. Und ich glaube, hier sind einige, die den Stereo Trader tatsächlich schon mal genutzt haben, weil Sie hier auch Fragen bezüglich Fibonacci, Tageshoch, Tagestief, Eröffnungskurs. Da gibt es ja auch ein paar Funktionen im Stereo Trader. Genau, also es ist alles hier bei Chart untergebracht und würde ich auch andermal im Detail eingehen. Es gibt auch Plugins hier zum Beispiel, die im Stereo Trader mit dabei sind. Das ist hier Nummer 1, um das mal ganz schnell zu zeigen. STX30 heißt das Ding hier für den DAX. Ja, sieht man. Jetzt hier zum Beispiel wird die Open Range angezeigt, es wird eine Zeitzone angezeigt, es wird angezeigt, wo mein Kassaschluss war und kann das alles entsprechend hier auf Knopfdruck zu- und wegschalten. Ja, also das geht schon recht elegant, die ganze Geschichte. Und da hier auch kann es auch komplett voll knallen mit irgendwie Fibos, Pivos. So, wer so arbeiten möchte und das gut findet, der ist hier auf jeden Fall auch mit bedient. Aber klar, also das geht einerseits über die Plugins, wie ich es hier gerade gezeigt habe, aber es gibt auch ein paar Sachen, die hier intern drin sind. Genau, dann vielleicht jetzt die vorletzte Frage tatsächlich, ob ja jetzt zum Beispiel beim DAX der Nachtkurs mit dem Stereo Trader ausblenden kann, ob man das ausblenden kann mit dem Stereo Trader. Leider nicht. Also ich weiß, dass es die Möglichkeit, also ich habe das auf dem Schirm, dass es geht mit auch irgendwie Offline-Charts, sollte man das irgendwie machen können. Und ich sag mal, wenn man einen Indikator hat, der einen Offline-Chart entsprechend darstellt, kann man es auf jeden Fall damit machen. Aber jetzt direkt im Stereo Trader ist es leider nicht machbar. Also für nur als Info, es gibt die Möglichkeit mit dem anderen Add-on, was wir anbieten, das entsprechend zu verwirklichen. Gut, dann wird hier jetzt die letzte Frage, bietet FXLED die Classic Premium Edition oder die Silver Edition? Und ja, vielleicht kann ich das beantworten. Also wir haben von vornherein und da freuen wir uns sehr darüber, dass wir diese Version anbieten können in Zusammenarbeit mit Dirk, die Classic Version. Ja, also Sie kriegen sowohl beim Demo als auch beim Live die Classic Version. Ja, also mit vollem Funktionsumfang. Komplett. Genau. Prima. Dann haben wir soweit alle Fragen beantwortet, beziehungsweise nicht beantwortet, aber weitere Themen wie Trailing Stop, MIT-Modus werden wir dann in den weiteren Webinaren dann besprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, Dirk, vielen, vielen Dank. Wirklich super Tool. Also ich bin auch sehr davon begeistert. Und da hast du wirklich was Gutes gezaubert. So wie ich das auch mitbekomme, sind die Teilnehmer auch wirklich alle sehr begeistert. Deswegen freue ich mich da auch, weil wir dann eventuell da weitere Nachfrage dann erhalten werden. Und ich bedanke mich bei dir für das tolle Webinar. Die Aufzeichnung kommt auf jeden Fall
sobald wie möglich online. Ich bedanke mich bei den Teilnehmern. Schön, dass sie anwesend waren und sich dafür interessiert haben. Und überlasse dir, Dirk, das letzte Wort. Ja, ich bedanke mich natürlich auch. Ich habe am Anfang auch schon gesagt, ich finde es natürlich auch klasse, dass wir da zusammengefunden haben und wir da jetzt auch einen gemeinsamen Weg gehen werden hier mit dem Stereotrader, weil ich glaube, dass auch die Philosophie da ganz gut zusammenpasst, weil ja, er ist halt nun mal dazu gemacht, um, wie soll ich das sagen, so ein bisschen besser im Markt entsprechend auch abzuschneiden. Und man wird auch mit der Zeit, wenn man sich mit dem Stereotrader befasst, da auch merken, okay, das sind schon einige Sachen drin, die kriege ich anders überhaupt gar nicht hin. Ja, oder das ist auch jetzt nicht irgendeine verkappte Plattform, oder wo man quasi CFDs verkappt handelt wie Futures, sondern der Stereotrader kann entsprechend auch die ganzen Vorteile, die auch CFD bietet, ja, also CFD ist ja auch gerne mal ein bisschen verrufen, aber CFD bietet aber eben auch Vorteile. Und genau solche Sachen kann der Stereotrader auch entsprechend nutzen. Und tatsächlich, soweit ich weiß, auch als einzige Plattform. Und ich wünsche mir einfach, dass diejenigen, die sich damit befassen, das tatsächlich dann auch irgendwo merken werden oder eben entsprechend auch für ihren Handel umsetzen können. Weil ich bin überzeugt davon, wenn man die Funktionen, die da drin sind, entsprechend richtig anwendet, sollte man auch besser abschneiden im Markt und sollte hier wirklich ein Werkzeug an die Hand kriegen, das einen auch wirklich weiterbringt. Ansonsten, ja, bleibt mir auch nur zu sagen, vielen Dank. Ich hoffe, es war nicht zu viel und nicht zu anstrengend, aber wir haben ja noch ein paar Webinare vor uns und mit Sicherheit auch noch einige Themen, die wir hier noch abhandeln dürfen. Ja, von meiner Seite auch wünsche ich jetzt erstmal hier noch einen schönen Abend und freue mich einfach mal aufs nächste Mal. Ganz wichtig noch, Freitag Live-Trading mit Dirk und Stereotrader. Genau, da war ja noch was. Genau, gibt es ein bisschen Entertainment. Entweder verdienen wir ganz schnell viel Geld oder ansonsten bleibt das Entertainment, wenn viel Geld schnell weg ist. Das wird man dann auch weiter rausfinden. Aber auf jeden Fall werden da einige Funktionen hier vom Stereotrader beim News Trading entsprechend zum Einsatz kommen. Und dann kann man das auch mal live sehen. Ja, wenn der Markt sich ein bisschen mehr bewegt als jetzt hier gerade mit 5 Punkten rauf und runter. Ja, wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, dann holen Sie das bitte nach. Am Freitag 14 Uhr fangen wir an und dann können Sie entsprechend live dabei sein und zusehen, wie Dirk entsprechend im Live-Betrieb den Stereotrader nutzt. Ja? Prima. Dann Dirk, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich wünsche den Teilnehmern noch einen schönen Abend und ja, hoffentlich sehen wir alle dann am Freitag wieder. Ja. Bis dann, ne? Alles klar. Tschüss. Tschüss.